Ja. Gut. Es ist sehr warm gerade. Solange gerade kein Kunde da ist, trinke ich einfach einen Schluck. Haben wir bestimmt gehört. Ich kann mein Mikrofon gerade nicht auf stumm schalten. Achso, ich dachte, die kommt an die Kasse. Also fangen wir mit $10 jetzt als Kapital an. Das alles zu bestellen wird aber nicht einfach. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das im Lager sortiere. Zweimal Salz. Dafür kommen sie in meinen Laden. In meinen Laden. Unhöflich. So, hallo. Ja. Geld 45, 70. Danke, tschüss. 40 Cent. Danke, ciao. So, 41. Danke, tschüss. Das heißt, wir müssen am nächsten Tag, wahrscheinlich auch die Tage danach, weil die Regale kriegen wir nicht an einem Tag voll, müssen wir sehr viel Lebensmittel kaufen. Oh, 10,20. Die Regale hier im Laden gehen nochmal vor als die im Lager. So, 18,30. Danke, ciao. Vierundzwanzig, vierzig, danke, tschüss. Kein Geld zurück, danke, ciao. Na, komm. Danke, tschüss. So, zweimal Tütenkuchen. Haben wir nicht Preise angepasst? Ich weiß es gerade nicht. Doch, ich glaube schon. Das mache ich ja eigentlich immer jetzt als erstes. Müssten wir eigentlich gemacht haben. 19. Haben Sie keine 60 Cent oder? Ja. Dankeschön. 29,70. So, schön viel kaufen. Schön, 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 schön. Danke, ciao. Ja, achso, Karte. 26,70. Tüdüdüdüdüdü. Hallöchen. Achso. 57,80, danke, ciao. Einmal Öl. Tschüss. Oh, Sie Charmeur, Sie lassen die Lady vor. So, danke, ciao. Dreimal Nudeln. Dieses ständige drei- oder zweimal Nudeln kaufen, sehr verdächtig. So, 30 Cent. Danke, tschüss. Da. Also ich würde es irgendwie schon gern heute noch hinkriegen, Mitarbeiter zu kriegen. Mal sehen. Mal sehen, ob wir es schaffen. Oh, 88. Eieiei. Danke, tschüss. Sechsundvierzig, danke, ciao. Kartenzahlung, immer die beste. So. 38. Ja, ich bin gerade durcheinander. 90. Hört doch mal auf, so blöde zu bezahlen. Nein, gib mir die Karte. Ich will die haben. 41, 40, danke, ciao. Ja, mit Karte 42, 40, danke, tschüss.
Zweimal Süßigkeiten, ich bitte Sie. 8:40, danke, tschüss. Ich versuche noch höflich zu bleiben. Oh, nach dem Tag brauche ich mal ganz kurz eine Pause. 20 Cent. Danke, ciao. Achso, ich habe vergessen, auch das Licht gerade anzumachen. Dann mache ich diese Kundin hier noch. So, einmal kurz Licht an. So. Bevor die nette Dame hier anfängt zu klingeln, obwohl ich direkt noch an der Kasse stehe. Diese ungeduldigen Menschen immer. Ach ja. Da. Eine Stunde noch. Kommt schon, Leute. Ein bisschen was kaufen. Ich muss die Vorräte auffüllen. Und dann auch noch die Regale. Und könnt ihr mal bitte ein bisschen passend zahlen? Das wäre super nett. Dreimal Joghurt, Milch, Mehl, Nudeln, Dankeschön. Oder mit Karte zahlen ist auch okay. 40,90, danke, ciao. Mhm. 20 Cent. Ich habe zu viel wiedergegeben, kann das sein? Ich bin manchmal zu voreilig. Ich weiß es aber gerade nicht, ob das jetzt zu viel war. 4,80. Wir können es uns nicht leisten, zu viel wiedergeben. Zu viel wiederzugeben. So rum. Danke, wenigstens passend. So, zack. Eieiei, guck mal, hier kommt 62. 2 und 80. Schöner Einkauf. Danke und auch noch passend. Danke, tschüss. Es ist Feierabend. Bitte kommen Sie zur Kasse. Wir möchten gerne den Laden schließen. So. Und 13:30. Danke, ciao. Ich sehe da noch eine Kundin. 80 Cent will er auch noch zurückhaben hier. Unhöflichkeit. Madame, ich weiß, dass Sie da hinten sind. Bitte können Sie zur Kasse kommen. Wir haben schon lange Feierabend. Ich muss doch gleich gucken, was hier los ist, Mann. Der Stream ist so am Haken. Also wenn die Aufnahme auch so hakt, dann habe ich echt blöde Folgen auf YouTube rauszuhauen. Die werden nicht sehr schön. Darüber hinaus brauche ich übrigens auch gerade Folgen, da mir die Folgen gerade auf YouTube sogar ausgehen. So. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. Danke, tschüss. Oh, sind die alle weg? Gut, dann machen wir direkt mal auf den nächsten Tag. 42 Kunden. Ja, hat sich wieder ein bisschen gesenkt. Wir machen mal ganz kurz Mehl, Wasserflaschen und Nudeln. Mehl, Wasser und Nudeln, bevor ich es nämlich vergesse. Mehl, Wasser und Nudeln. Nudeln, Wasser und Mehl. Oh, 2,90 hier kommen. Ich weiß übrigens nicht, welches Mehl. War es das? Es war das. Gut. Ich fülle jeden Moment die Regale auf. Ich gehe ganz kurz hier auf die Stopptaste und mache mal ganz kurz eine Pause. Bis gleich. So. Ausschwenker. Wir füllen die Regale auf. Ui. Dreimal Nudeln. Zweimal Spaghetti. Einmal Basmati. Hallo? Spiel! Dreimal Nudeln, einmal Spaghetti, einmal Basmati. Und Basmati, so. Chucky Pick ist auch wieder fast leer, da würde ich auch zweimal mitnehmen. Erdnussbutter. Ach, weißt du was?
Ich räume erstmal die Reste. Genau, das machen wir mal zuerst. Weil ich gerade nicht weiß, ob ich vielleicht noch irgendwas habe, was ich auffüllen kann, was ich dann nicht nachbestellen muss. Es ruckelt gerade so. Warum? Jetzt wird das Spiel mich aber echt nerven gerade. Bis eben lief alles super und jetzt... Öl, 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 Öl. Und Wasser. Was ist das? Achso, Müll. Ja, komm, Wasser brauchen wir nicht. Gut, also, zweimal Chucky Pick. Ich würde sagen, einmal Erdnussbutter hole ich nochmal mit und einmal Toast. Einmal Erdnussbutter. Einmal Toast. Ne, zweimal Chucky Pick. Hoppla. Ein Produkt können wir noch und ich würde sagen, grünes Öl sieht doch ganz gut aus. Das können wir einmal mitnehmen. So. Jetzt die ganzen Regale auffüllen. Oh, hoppla. Jetzt werde ich auch noch hier schon wieder mitten im Stream angerufen. Was soll denn das? Immer wenn ich streame, ne? Ist ja furchtbar hier. Furchtbar! Da, 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 da. Und ich kann jetzt nicht zurückrufen. Chucky Pick. Ich bin leider immer so ein Mensch. Wenn man mich anruft und ich verpasse diesen Anruf, dann bin ich umso neugieriger, was wollte diese Person jetzt von mir? Und so bin ich jetzt auch gerade und jetzt würde ich gerne wissen, was war jetzt los? Warum wurde ich jetzt angerufen? Basmati, Basmati, Basmati. Deswegen achte ich gerade so ein bisschen auf mein Handy, falls diese Person mir zufällig schreiben sollte. Zack. Was haben wir denn hier? Grünes Öl. Das haben wir gerade aufgefüllt. Ach so. Guck, jetzt werde ich schon ganz durcheinander. So, jetzt gucke ich einmal. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier antworten. Geht sofort weiter. Jetzt werde ich hier voll gespammt. Habe ich den Karton leer gemacht? Ja. Toast, 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 Toast. So, Toast. Nudeln. Chucky Pick. Gut. Susu hätten wir. Ja, Susu nehme ich glaube ich auch nochmal mit. Warte mal, Moment. Sekunde mal. Da muss ich jetzt ganz kurz drauf antworten. Ich bin gleich da. Moment. Ich rede einfach währenddessen hier weiter. Und fülle die Regale gleich auf. Es ist sehr schwer zu schreiben, während ich versuche hier weiterzureden.
Ich hoffe, die Person versteht das jetzt nicht falsch, wie ich das schreibe. Ich würde gerne Smiley dazu setzen, aber also so ein Lach-Smiley. Aber geht gerade nicht, weil ich den Chat gerade nicht so öffnen kann. Gut, ja, ich fülle mal währenddessen weiter auf. Einmal Susu. Ich würde sagen, einmal Tee, zweimal Kaffee, zweimal gelbes Öl. So. Zweimal gelbes Öl. Einmal Susu. Zweimal Kaffee, einmal Tee. Dann Eier. Ja, wir nehmen einmal Eier mit. Und einmal Käse. Eier und Käse. Zwei Plätze haben wir noch. Also die Person ist... Ja, gut. Ich glaube, das hat sich jetzt auch erledigt. Milch. Ja, Milch brauchen wir gerade nicht. Das auch nicht. Cola auch nicht. Orangen- und Apfelsaft brauchen wir auf jeden Fall. Orange und Apfel. Und damit haben wir unsere 10 Sachen voll. Bumm. Ist das Apfel? Das ist Apfel, ne? Ja. Apfel ist aber nicht leer. Apfel ist doch leer. Orangensaft. Hey, wir brauchen nochmal Orangensaft. Wow. Orangensaft wurde sehr viel gekauft. Susu. Mhm. Gelbes Öl, gelbes Öl. Halt, da oben fehlt eine Flasche. Gelbes Öl wird sehr viel übrig bleiben, weil ich habe es zweimal geholt. Zack. Und die Eier. Ich mache die mal ganz unten hin. Damit es direkt einfach voll ist und ich den Karton wegschmeißen kann. Hochkant. Den Karton vorher nicht zerkleinern, sondern einfach so reinstopfen in die unendliche Mülltonne, die nie abgeholt wird, weil da einfach ein schwarzes Loch drin ist. So. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Und nochmal Kaffee, 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 Kaffee. Da, 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 da. Orangensaft brauchen wir nochmal. Ja, Orangensaft. Joghurt. Oh, den Joghurt nehme ich auch nochmal mit. Orangensaft und Joghurt. Joghurt. Dann. Das Müsli. Dreimal die Milch. Oh, wow. Zweimal rot. Einmal blau. Da. Dreimal die Milch. Einmal das. Zweimal rot. Einmal blau. Habe ich Joghurt eigentlich? Ja, Joghurt habe ich drin. Okay. Wir könnten nochmal hier den Kuchen. Können wir nochmal mitnehmen. Oder und auch den Tütenkuchen. Aber wir haben nur einen Platz. Deswegen nehmen wir einfach mal den anderen Kuchen jetzt. Den. Zack. Und kaufen. Perfekt. Perfekt, perfekt. Kuchen.
So. Hier mache ich den Joghurt einfach ganz nach unten. Damit die Leute auch sich schön bücken müssen. Ist der Karton leer? Der ist leer, ne? Ja. Mehl. Das gute Mehl. Das Mehl, das übrig bleibt. Das rote Mehl. Die Milch wird auch übrig bleiben, und zwar genau eine, glaube ich. Orangensaft. Der Karton ist jetzt aber nicht leer. Der Karton ist leer. Milch, 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 Milch. Und nochmal Milch, 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 Milch. Nein, ach, da hätten noch. Die Kartons wären doch leer. Okay. Zack. Reiß auf. Und voll. Gut. Was brauchen wir noch? Wir brauchen mal Tütenkuchen, einmal Schokolade, zweimal Süßigkeiten. So. Das. Das. Zweimal Süßigkeiten. Das war's, glaube ich. Da, 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 da. Hallo? Zack. Und der gute Tütenkuchen. Und zum Schluss noch die Schokolade. Wir haben noch ein bisschen Geld. Ach, wir müssen noch Rechnungen bezahlen. Stimmt, da war ja was. Rechnungen, Rechnungen, Rechnungen. So, so, bevor ich Rechnung bezahle. So. Verwaltung, Rechnung haben wir schon hier. So, Markt. Wir fangen nochmal von ganz oben an. Spaghetti, Nudeln, ich weiß nicht, ich hole mal hier drei Kartons. Spaghetti hole ich auch drei Kartons. Und Basmati machen wir auch erstmal drei. Salz brauchen wir sehr viele Kartons. Ich nehme einfach mal einen, komm. Zack. Gekauft. Hui. So, die Nudeln. Ah, wo packe ich die Nudeln hin? Fangen wir von hier an? Ich weiß nicht. Hm, ja. Nudeln. Nudeln. Nee, warte. Hä? Ist das richtig? Das sieht so falsch aus. Aber ist das da unten jetzt voll? Nee, okay. Du, 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 du. Spaghetti mache ich daneben. Ich hab keine Ahnung, wie ich das hier sortieren soll. Oh, Spaghetti, Spaghetti. Alles auf die Straße, toll. Basmati, Basmati. Schön, dass man immer nur einen Karton nehmen kann.
packe ich das Salz jetzt darüber? Ja, es ist doch egal, komm. Dieser einsame Karton Salz. Wir brauchen von jedem nochmal ein, bis auf Basmati. Da brauchen wir 1, 2, 3, 4. Ne, 5. 5, 5, 5, 5. 5 Basmati. Einmal Spaghetti. Und einmal Nudeln. Und den Rest mache ich wieder in Salz. Salz, Salz, Salz. Hoppla. Wow, Basmati passt mehr rein, als ich dachte. Dann brauchen wir doch noch mehr Basmati gleich. So, das sieht voll aus. Nudeln. Nudeln sieht auch voll aus. Basmati, Basmati, Basmati. Und uns geht auch schon wieder das schöne Geld aus. Salz passt eine Menge übrigens rein, sehe ich gerade. Ist ja auch der kleinste Karton. So, Basmati. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, ob da oben drauf noch passt. Ich versuche mal 4. Ich hole mal 5, vorsichtshalber. Nochmal 5 Basmati. Wenn das überhaupt geht. Und Salz. Mehr. Nee, wir müssen minus ein Salz. Und dann ist unser Geld auch komplett leer. Also es wird lange dauern, bis wir die ganzen Sachen hier aufgefüllt haben. Ich dachte irgendwie, das würde schneller gehen. Es passt viel mehr rein, als ich wirklich anfangs dachte. So, jetzt gucke ich mal, ob da oben drauf... Es sieht so aus, als würde mich da oben drauf noch einer passen. Nee, okay. Mach mal dahin. Und mach hier noch ein bisschen Salz. Und noch mehr Salz. Oh je, das alles zu befüllen, das wird doch viel länger dauern. Die Nudeln und Basmati sind voll. Salz brauche ich allerdings auch noch sehr viel. Und dann haben wir gerade mal hier das hier. Und dann muss hier hinten noch alles und da hinten noch alles. Und ich mache mal den Laden auf. Da wird noch ein bisschen dauern. Ich befülle erstmal alles und dann stelle ich hier am Ende übrigens auch noch ein Regal hin. So, wir gehen mal an die Kasse. Also das mit heute schon Mitarbeiter einstellen, wird nichts. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, aber egal. Ich mache jetzt auch nicht so lange heute. Einmal nur so ein bisschen, damit so auch noch ein paar weitere Folgen auf YouTube kommen. Und mal sehen. Da, 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 da. Da, da, da. Wir brauchen so viel Geld für das Lager. So, so viel Geld. Ach ja. Das wird eine Ewigkeit dauern.
Ja, guten Tag. Einmal 9, danke, ciao. Aber es wird sich am Ende lohnen, wenn wir die ganzen Regale nicht mehr selber auffüllen müssen, sondern nur das Lager. Hm, 12,80. Ja, danke, ciao. Falls wir am nächsten Tag Basmati eigentlich bestellen müssen, nehmen wir den Karton von hinten, den wir jetzt noch übrig haben. Danke, tschüss. Mit Karte 78. Danke, ciao. Wir brauchen jede Menge Salz später. Bin mal gespannt, wie voll wir das Lager heute noch bekommen. 3,40. Mit Karte, okay. 39,80. Danke, tschüss. Boi. 51,30. Danke, ciao. Und wegen einem Wasser stellst du dich an? Ach, ich bitte dich. 92. Karte. 72. Schön. Wenigstens etwas Geld. Und 21,40. Danke, ciao. So, die Karte einmal. 53. Danke, tschüss. Und einmal Geld. Geld, 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 Geld. So. Und 92. 10 Cent vielleicht, der Herr? Und wenigstens kein Rückgeld. Danke, tschüss. Basmati. Danke, ciao.